Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing hier auf filme.de. Heute packen wir die aktuelle Z-Box aus dem Hause Zavi aus. Das ist die Box für den Monat Juli 2019 und wir wissen bereits, es handelt sich hierbei um das Thema Invasion. Das bedeutet also, wir haben hier eine Menge Merchandise drin, das sich mehr oder weniger im Kern mit dem Thema Invasion beschäftigt. Invasion ist jetzt ja ein breit gefächertes Themengebiet. Das heißt, wir können hier quasi nicht wirklich Rückschlüsse darauf ziehen, was uns erwartet. Aber das spielt ja auch keine Rolle, denn das Schöne an dieser Z-Box, das ist ja die Z-Mystery-Box Made for Geeks, ist ja, dass wir uns jedes Mal aufs Neue überraschen lassen. So, und die Überraschung, die ist hoffentlich auch perfekt. So, ich mache mal auf und dann schauen wir mal, was uns erwartet. Ja, wir haben zunächst mal Folie hier, Luftpolsterfolie. Finde ich immer ganz toll. So, wir haben super, super. Ha, ich sehe es schon, ihr seht es noch nicht. Wir machen das jetzt mal ganz langsam. So, Punkt 1. Wir haben hier einen Alien 40 Jahre Anniversary Collectible Coin. Das ist ja, eine Sammelmünze, die sich mit den Aliens aus Ridley Scotts Universum beschäftigt. Und wir haben hier vorne drauf, ja, den Facehugger. Ist das der Facehugger? Nein, ist nicht der Facehugger, ist das Alien selbst. Gefällt mir auch richtig gut. Ist das Gold? Ich weiß es nicht. Nein, ist natürlich kein Gold. Das ist Zavi exklusiv und ich habe jetzt schon ein paar von diesen Münzen und ich muss ganz ehrlich sagen, die sind richtig schick. Ich habe auch noch keine ausgepackt. Ich weiß nicht, ob die einen echten Sammlerwert haben, aber ist ja auch egal. Ich lasse die auf jeden Fall da drin. Ja, Invasion durch Aliens. So, Punkt 1. So, weiter geht's mit. Wow. Wow. Super. Titans Vinylfigur aus Battlestar Galactica. Ah, was ist das? Super. Super. Ein Zylonen Raider. 4,5 Zoll Scar Titan. We love Titans. Ja, Invasion der Zylonen aus Kampfstern Galactica. Beziehungsweise, nein, das ist ja nicht Kampfstern Galactica. Das ist ja die neue Serie Battlestar Galactica. Ich hole den auch mal raus, damit ihr euch da mal ein Bild von machen könnt, wie der ausschaut. Hey, jetzt habe ich ihn aufgeschnitten und er verliert sofort seinen Wert, glaube ich. Aber was soll's, ja? Ich meine, ihr wollt ja sehen, wie das ausschaut. Hier, so schaut's aus. Ich weiß gar nicht, macht der solche Geräusche? Ich habe Battlestar Galactica gesehen, fand das auch ziemlich cool. Aber damals hatte ich eine Verletzung, als ich das geguckt habe, und habe das unter Medikamenteneinfluss geguckt. Das heißt, ich kann da also nicht wirklich viel zu sagen, aber coole Sache. So, ein Zylonen Raider? Nein, Tomb Raider aus Battlestar Galactica. Ich packe ihn wieder ein. Da war doch noch was drauf, oder? Ah, hier ist noch so ein Ständer. Da kann man den dann drauf machen und ins Regal stellen. Schön. Ah, ich lasse es jetzt einfach mal. Ich packe das gleich wieder ein. Ihr müsst ja nicht sehen, wie ich hier einpacke. So, dann haben wir hier No Glue or Soldered Needed. Ja, Metal Earth 3D Metal Model Kit. Ah, das ist der First Order Snowspeeder aus Star Wars. Also ein Schneegleiter oder ein Schneerennflugfahrzeug aus den neuen Star Wars-Filmen. Und zwar ist das das Gerät aus, von The New Order, also die neue Ordnung. Muss man dann vermutlich so zusammenbauen. Ja, richtig, kann man hier so zusammenbauen und dann hat man hier so einen Snowspeeder. Und wie es hier steht, man braucht keinen Kleber, um das zusammenzubauen. Das ist metallisch und ja, hält dann magnetisch. How to build. Ja, also so schaut das aus. Auch schön, jetzt haben wir Galactica, Alien, Star Wars und
Ja, wir haben hier nur Science Fiction, also Game of Thrones kommt auch noch dazu. Und wer ist das? Oh, Littlefinger. Littlefinger, Peter Baelish. 4 zu 3, Figur 4 zu 3 kann ja nicht sein. 4 zu 3 steht hier. Also, Kleinfinger gut und schön, ja, aber ich meine, er ist ja klein wie ein Finger. Das kann ja nicht ganz richtig sein. Aber Peter Baelish, ja, schön gemacht. Ich mochte den Peter Baelish auch, muss ich sagen. Ja, ist so ein Charakter gewesen. Netter Kerl. Ich meine, klar, ja, gut, okay, er hat Sean Bean verraten, aber hey, Sean Bean stirbt. Überraschung, Überraschung, ja. So, dann haben wir hier noch. Ach ja, Invasion. Hat das was mit Invasion zu tun? Ja, eher Verrat. Also Invasion sehr, sehr großzügig ausgelegt. So, dann haben wir hier noch ein Jurassic Park Gift Shop Playing Cards. Also quasi ein Kartenspiel aus dem Jurassic Park. Und dieses Kartenspiel gab es wohl im Geschenkladen im Jurassic Park. Zumindest deute ich das hier so an. Opening Day Edition, Sommer 93. Jo, das ist also tatsächlich so ein Kartenspiel, das man quasi damals kaufen konnte im Jurassic Park, wenn man da gewesen ist und das Ganze überlebt hat. So, dann last but not least das obligatorische T-Shirt, immer ein schönes Teil, bisher jedenfalls. Dieses Mal ist es, oh cool, Rick und Morty. Rick und Morty habe ich vor ein paar Wochen für mich entdeckt. Ja, habe ich vorher, ja klar, ich habe das gekannt, aber ich habe mich da nicht wirklich groß mit beschäftigt und muss sagen, das ist so geil, die Serie. Gefällt mir also richtig gut. Und dieses T-Shirt, ich mag auch die Farbe, ja, blau. Ich habe jetzt zuerst gehofft, das wäre irgendwie Doctor Who wegen dem Blauen. Ja, da haben wir ja auch Invasion der Daleks oder Invasion der Cybermen oder überhaupt. Aber ich weiß gar nicht. Ich habe auch mal die früheren Boxen angeschaut. Da war nie irgendwas von Doctor Who dabei. Schade eigentlich. Ja, da ist hier noch dieses Shirt und hier, das ist von Gilden Softstyle in 4XL, damit es mir auch passt. Ja, das war sie, die Zavi-Box für Juli 2019 mit dem Thema Invasion. Gut, jetzt weiß ich hier, ja gut, doch, Rick und Morty, da geht es ja quasi auch immer irgendwie um Invasionen. Schön gefächertes, breit gefächertes Merchandise-Paket, wieder einmal richtig toll. Und ja, wenn ihr auch so eine Box haben wollt, beziehungsweise wenn ihr regelmäßig so eine Box bekommen wollt, liebe Leute, hier in der Infobox findet ihr einen Link, dem einfach folgen beziehungsweise anklicken und dann könnt ihr euch so eine Merchandise-Box, eine Zavi-Z-Box nach Hause schicken lassen. Die kommt entweder einmalig oder oder dreimal, also 3 Monate, also Quatsch, drei Monate lang oder auch ein ganzes Jahr, das könnt ihr angeben. Und je länger ihr das macht, also je mehr ihr davon haben wollt, desto preiswerter wird das natürlich auch. Ja, also da gibt es dann Rabatte, 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 satte Rabatte, wie ich immer sage. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst den Daumen da, besucht filme.de, besucht Zavi und bestellt euch diese Z-Box, denn wir sind ja alle Geeks und ja. Lasst euch jeden Monat durch die Mystery Box von Savi überraschen.